Früchte wie Gerüchte und Lügen. Du hast mich viel zu oft belogen und betrogen. Du wirst mich niemals mehr betrügen. Mir genügen die Erinnerungen. Ja, es ist okay mit den Fotoshootings. Ich meine, anfangs war es natürlich so, es war super spannend, weil das war dann so die ersten paar Male. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war halt irgendwie noch ein bisschen Neuling und kam irgendwie frisch in die Branche. Und die ersten Fotoshootings waren dann für mich sehr besonders. Es ist halt schon anstrengend, weil man muss halt 20.000 Mal dieselbe Pose machen. Dann die besten Posen, die auf den Bildern so gut aussehen, sind die unangenehmsten Posen, die am meisten wehtun und am meisten eigentlich so vom Gefühl her einfach nicht gut sind. Ich bin ein bisschen lächeln, ein bisschen. Das Wasser ist sehr, sehr kalt. Ich bin jetzt bis zum halben Körper da drin. Wenn ich gleich rauskomme, kriege ich einen Schüttelfrost. So, jetzt hier oben rum ist es sehr warm, aber unten rum katastrophal. Sehr, sehr kalt. Brr. Ja, das Fotoshooting am Strand auf Ibiza mit der Bravo war total witzig, fand ich. War auch eine Mörderarbeit, weil es super warm war. Ich mich in Klamotten reinschmeißen musste, die total ungemütlich waren. Es war aber eine gute Erfahrung und eine neue Erfahrung für mich. Und ich fand es eigentlich ganz okay. Außer natürlich die Sache da 5 Uhr morgens mit dem Pferd am Strand. Nummer 1, weil es verboten war. Und Nummer 2, weil das Pferd total blöd war. Die Leute von außen sehen ja sowieso nur das Endresultat. Sie sehen ja nicht, wie lange ich geschminkt worden bin, wann ich aufgestanden bin, wie lange wir mit dem Pferd fotografiert haben. Es ist ja, kommt immer nur das Endresultat und das war gut. Ich meine, mittlerweile mache ich den Job lang genug, um zu wissen, was meine Posen sind, wie ich gut aussehe und wie ich scheiße aussehe. Nichts ist so, wie es vorher. Ich könnte mir sowas nicht für mich vorstellen, so Model-Fotoshootings den ganzen Tag. Mich nervt das schon, wenn eine Kamera mich von morgens bis abends mitbegleiten will, weil ich einfach ein Mensch bin, der auch etwas ohne beobachtet zu werden machen will. Ich weiß aber auch, dass es dazugehört, aber wie heißt das so schön? Wer schön sein will, muss leiden und genauso gilt das auch in einem Job. Wer Erfolg haben will, muss auch auf eine gewisse Art und Weise leiden. Ich spüre